Servusle, grüßt euch, willkommen zurück bei Dark and Light mit eurem Moucher und mit all den Tieren und dem Alderle. Ihr seht schon, der Alderle ist auch wieder hergerichtet soweit. Ich habe tatsächlich wahrgemacht, was ich angekündigt hatte. Ich gucke immer hier, wenn ich einlogge, frisch, bin gerade rein, gucke ich immer hier am Eck als erstes mal darüber, weil von da droht am meisten Gefahr. Da ist jetzt auch gestern noch beim Offscreen-Farm ein Panderle angekommen. Ich nenne es mittlerweile Panderle, weil er sich hier schön reingeklebt hat in unsere Stützpfeiler. So Leute, das sind die ganzen Tiere. Wir sind jetzt nicht mehr so weit weg davon, dass ich das Lagersystem bauen kann. Ja, also wir müssen mal kurz reingucken. Wir machen heute einen gemütlichen Tag daheim, bauen ein bisschen. Ich habe vor, ein paar Tools zu bauen. Ganz kurz mal hier einen Blick rein riskieren für die Steinarbeit. Ne? Wir brauchen Sammle Stein, Stelle bla. Wir müssen auf jeden Fall noch aufleveln. Steingebäude, ich glaube, kann es sein, dass wir nur noch aufleveln müssen? Ich muss gar nicht Holzarbeit vollkriegen. Ne? Aber dieses Bestientor rutscht ja jetzt so langsam an. Ne? Da sind wir nicht mehr weit weg davon. Das will ich natürlich dann auch probieren. Und was aber für mich noch wichtig war, war die Geschichte. War das bei Überleben? Hier, ne? Das hier. Aber auch da müssen wir aufleveln. Große Truhe. Da freue ich mich ganz speziell drauf. Und dann werden wir irgendwann demnächst hier mal umräumen. Ich habe mir das nämlich so überlegt. Wir haben so viel Platz hier, Leute. Wir werden das Lager schon auch hier mit integrieren. Ne? Wir können ja überall Truhen und Schränke hinstellen. Wir haben ja hier einen riesen Lappen hingebaut. Ne? Ihr seht auch schon, ein bisschen Zaun ist wieder nachgekommen. Das mache ich mal Stück für Stück. Dann werden wir da oben umbauen. So machen wir so Treppenstufen hin, dass man da rein kann. Ziehen die äußerst. Das können wir eigentlich gleich mal kurz machen. Denn wir haben ziemlich viele Tiere und wir werden noch mehr bekommen. Und ich finde, die brauchen einen eigenen Bereich. Zumindest die Tiere, die wir nicht zwangsläufig mitnehmen. Ne? Also ich reite natürlich manchmal mit der Hyäne weg oder mit dem Schwein oder mit dem Frog. Das werden wir natürlich bei uns zu Hause lassen, aber die Tiere, die wir nicht so oft mitnehmen, die können wir hier oben, weißt du, schön. Hier ist ein sehr ruhiges Eck, hier passiert wenig. Da machen wir uns hier ein paar Spikes noch hin, dass sie sicher sind. Und dann würde ich das gerne mal probieren, geschwind, ob das überhaupt funktioniert, was ich hier vorhabe. Und zwar, wenn ich diese Wände hier wegreiße, ja. Pass mal auf. Abreißen. Das weiß ich nicht. Das obere können wir ja erstmal noch lassen. Das machen wir hier auch mal weg, abreißen. Das hier würde ich auch abreißen. Einfach mal zum Testen, weißt du? Weil wir brauchen hier oben nicht ein separates Lager. Wir ziehen ja, sobald es mit dem Steinzeug umgeht, sowieso in Richtung Mitte der Karte um. So, auch das hier würde ich jetzt abreißen. Das haben wir ja damals gemacht, um zu sehen, wie diese Drehtür funktioniert. Das war sehr interessant. So, pass auf. Jetzt würde ich hier einfach mal... Kann ich Treppenstufen bauen jetzt mit dem Material? Oder muss ich jetzt neues... Stufen oder Treppen? Wie hieß denn das ganze Ding? Stufe. War klar. Das war klar. Stufe, mein Freundle. Stufe. Da sind sie. Was brauche ich denn dafür? Ziemlich viel Holz. Holz und Gun. Holen wir uns kurz ran. Ich will das jetzt probieren. Dann haben wir nämlich schon mal was gemacht, was mir die ganze Zeit auf der Seele brennt. Dass hier ein bisschen Ordnung einkehrt. Ne? Also wir sind jetzt echt wieder auf dem Stand. Wir haben unsere Rüstung. Wir haben unsere Werkzeuge. Alles aus Eisen oder Kupfer. Jetzt ist auch schon bereits die nächste Ding nachgerutscht. Wir können einen Stab herstellen, einen neuen. Und ein Drachenschild. Und ich glaube, fürs Drachenschild brauchen wir aber schon Mithril. Da müssen wir jetzt natürlich auch gucken, dass wir das Forging immer schön beibehalten. So, wie viel kann ich ihn jetzt herstellen? Von den Stüflen. 3 Stück. Dann baue ich die dreimal. Was wird denn als erstes leer gehen? Stroh wahrscheinlich, so wie das aussieht hier. Dann bastel ich hier mal noch ein bisschen Stroh raus, Alterle. Kannst du mit dem Schwert, oder normalerweise? Hier sind doch so trockene Sträucher. Guck mal. Hier ein bisschen Stroh, genau. Das müsste doch jetzt fast schon reichen für die nächste. Stufe haben wir festgestellt, heißt es, gell? Nee, noch ein bisschen. Also eine vierte brauchen wir auf jeden Fall noch. Schwupp, schwupp, nee. Schwupp, schwupp. Hey, wie schön das hält, das Schwert, weißt du? Das geht wenigstens nicht gleich kaputt. Stufe. Ey, sag mal. Ach, jetzt fehlt wieder Holz. Ist klar, nee, ist klar. Da muss der Voucher durch. Es fehlt immer das, was man nicht hat. Wie logisch, ne? So ungefähr so doof wie der Spruch, man ist immer da, findet es immer da, wo man zuletzt sucht. So Leute, hier ist die letzte Stufe, Objekt herstellen. Dann schlappen wir da hoch, dann bauen wir das mal hin, weil dann können wir nämlich auch, wenn wir uns einen Elch zähmen und so weiter, das so aussehen lassen, als wäre da drin die Futterstelle. Ich würde die ja am liebsten frei rumlaufen lassen, ne? Das müssen wir halt mal austesten, ob das geht, wie das geht. So, passen wir auf. Na, da brauchen wir noch mehr. Das ist blöd. Haben wir die Schrägen hier schon? Ja, das ist ja super. Schauen wir mal, siehst du, das geht nämlich. Dann können die Viecherlen, wenn die wollen, nämlich auch hier hoch. Hallo? So. Und da drüben noch eins. Wie viel braucht man denn? Komm, lass uns das noch kurz fertig machen, oder? Dann würde ich das hier aber auch noch abreißen. Das stört mich jetzt dann doch ganz gewaltig. Machen wir noch ein schönes Dächle oben drauf die Tage. Müssen wir natürlich nicht alles heute machen. Ich will die Tools bauen, diesen Zauberaltar, weil der bringt uns schon mal ein bisschen in die Basics in Bezug auf Elementare beschwören später. Dann würde ich gerne diesen Baldachin mal bauen, dass wir drüben ein Bett haben und vielleicht sogar noch die Möbel.
jetzt guck mal, das ist doch herrlich. Da kann dann das Viechgezeugs hier rein. Den Dachboden können wir ja mit der Leiter auflassen. Da kann man was verstauen, wenn man will. Dann brauchen wir noch eine Stufe. Eine Stufe. Die, ja, guck mal, die können wir sogar bauen. Yay. So, dann ist das hier mehr oder weniger ein offener Tierlagerbereich. Was noch drin steht an Zeug, bauen wir ab und bauen es drüben auf. Wir machen praktisch schon ein bisschen Ordnung. So, hier ist dann wunderschön. Das hier kann zum Beispiel jetzt weg. Aber wir müssten es drüben dann aufsetzen. Also dann lass uns das mal merken. Ich baue das Lagerfeuer gleich drüben wieder auf. Ah, da habe ich das ganze Zeug jetzt noch drin gehabt. Das Lagerfeuer, die Kisten mache ich dann später weg. Und den Trockenständer. Den Trockenständer sollten wir auch drüben aufbauen. Nehmen wir das alles mal mit. Also kommt Trockenständer und Lagerfeuer, merken wir uns. Machen wir jetzt halt zusammen, ne? Dann haben wir hier schon mal Teil 1 des Umbaus erledigt. Lagerfeuer, wo bauen wir das hin? Am besten mitten in unsere Basis. Mitten rein, würde ich sagen. Machen wir nicht lang rum. Hier muss ich trotzdem immer die Augen aufhalten. Da sind wir schon das ein oder andere Mal in gefährliche Situationen geraten. So, war natürlich jetzt auch nicht mehr ganz so extrem, als ich mit dem etwas größeren Frog rübergeflogen bin, das Eisen nachfarmen. Das war schon schön, mit dem Wissen, dass er ein bisschen mehr aushält. Jetzt pass auf. Ich will ja da drin so ein bisschen den Küchenbereich haben. Ich würde fast sagen, wir setzen das Lagerfeuer hier nebendran. Können wir es denn schon bauen? Lage. Ja, super. Objekt herstellen. Den Trockenständer. Muss ich mal gucken, ob wir den mit trocken finden. Ja, da ist er. Den bauen wir auch gleich. Ja, super. Super. Schon umgeräumt, weißt du? Objekt verwenden. Genau, hier schön mittig. Alles klar. Habe ich da Holz gehabt? Ich lege einfach mal die schweren Holzklötze hier rein. Wir brauchen für hier auch die Beeren. Genau. Und hier können wir nämlich dann das Fleisch rausputzeln. Dieses tun wir in den Trockenständer. Das auch. Das kommt weg. Das bleibt und bla bla. So, pass auf. Den Ständer, den stellen wir. Weißt du? Was guckst du mich so an, Alter? Ist alles gut? Muss ich dich skillen? Habe ich was verpasst? Nö. 48 aber schon. Pass auf, dann wenn wir hier wahrscheinlich noch eine Wand reinziehen, können wir zufällig diese Wände bauen. Sind das die einfachen Wände hier unten? Muss ich gucken. Natürlich nicht. Dann ziehen wir hier die Wand hoch. 3, 2, 1. Dann ist die Küche abgedichtet. Das sollten wir aber gleich machen. Sonst komme ich durcheinander, ne? Lumlilum. Und dann kam auch der Hinweis, dass ich mir hier so ein paar Fackeln an die Türen stelle. Auch das fand ich eine super Idee. Werden wir auch machen die Tage noch. Jetzt pass auf. Pass auf, wir nehmen einfach ein bisschen Gun mit und ein bisschen Holz. Von allem etwas. Gefährliche Ecke hier, trotz allem. Eins. Machen wir einen Baum so, einen so. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Wände, fünf Innenwände, sage ich jetzt mal dazu. Wobei es sind ja keine Innenwände, sondern einfach nur schäbige Wände. So. Kurz rein. Können wir die fünf schon bauen? Schäbige Wand. Eins. Uns fehlt Stroh. Stroh haben wir aber an der Basis und dann können wir auch genug bauen davon. Alles klar, jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo das Stroh eingelagert war. Ich könnte mir gut vorstellen, irgendwo. So, hier will ich auch noch auf dem Türmlen irgendwie ein bisschen was basteln. Da will ich ja oben drauf stehen tatsächlich. Also muss da auch noch ein bisschen eine Abgrenzung hin oder irgendwas. Na, einfache Tür. Zu. Wo ist das Stroh? Wer hat unser Stroh versteckt? Schalala. Ihr habt aber doch bestimmt Gras eingelagert. Entsprechend müsst ihr 4 Stroh nur. Das ist aber schon mager, Kinders. Das ist schon mager, was ihr mir hier bietet. Ne? Ich sag's nur. Lumlilum, hier. 1, 2, 3, 4, 5 müssten eigentlich reichen. Ne? Also heute lockere Baurunde. Jetzt haben wir ja Ausflüge gehabt gestern. Wir müssen ab und zu hier ein bisschen vor uns hinschrauben, damit es auch richtig schön wird. So, hier würde ich zumachen, dass einfach die Küche etwas abgetrennt ist. Aber nicht komplett wie so eine Wand, sondern so eine Art offener Raumteiler. Hier eins drüber und hier noch eins dran. Ja, komm, hier können wir noch eins dran setzen, würde ich sagen. Da kommt man dann hier rein, dann ist es schön abgetrennt. Weißt du? Räumliche Gestaltung, was ist denn mit dir, Alter? Komm mal her. Komm mal her. Wir setzen dich nicht gerade in die Küche. Hier mal so ein bisschen weiter weg. Dann kommen wir hier praktisch in den Küchenbereich. Genau. Und hier können wir jetzt auch den Trockenständerle hinstellen. Den Trockenständerle. Mein Deutsch wird als besser, Alter. Objekt verwenden. Jetzt pass auf, wir setzen das hier hin. Yay, baby. Das da muss da rein. Das haben wir schon mal festgestellt. Die müssen hier rein. Dann können wir das alles herstellen. Dann ist unser Trockenfleisch auf dem Weg. Sehr schön. Habe ich da schon Holz reingelegt gehabt? Ja, offensichtlich. Wautsch, offensichtlich. Und hier müssen wir das normale Fleisch dann reinmachen. Sobald wir wieder welches haben. Auch das liegt irgendwo. Fragt mich nicht wo, Leute. Jetzt passen wir auf.
Das wäre jetzt erstmal für mich okay. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen die Küche. Hier kann man dann noch was dagegen stellen. Natürlich an die Fenster auch, falls noch was kommt. Und hier werden wir als nächstes den Magieschrein aufstellen. Und jetzt ist die Frage, was brauchen wir denn für den? Der juckt mich schon die ganze Zeit. Magieschrein, ja. Wir haben genug Holz für den Dinger. Wir brauchen Stein, 20 Kupfer, 5 Eisen und 200 Splitter. Und die habe ich auch schon besorgt. So, wir haben 200 Splitter, wir haben Kupfer, wir haben Eisen. Was hat noch gefehlt? Was hat noch gefehlt? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Gerade eben gucke ich, weißt du. Schauen wir halt nochmal rein. Alte Männer müssen 20 mal gucken. Stein. Au, oh, aber ob wir jetzt noch irgendwo Stein rumliegen haben, das wage ich zu bezweifeln. Oh, er ist langsam. Ist ein bisschen schwer alles, hä, Alterle. Stein, haben wir noch Stein gehabt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jetzt muss ich hier irgendwas auslagern. Was haben wir denn? 65 Kilo zu viel. Also kommen dann nochmal die Barren zurück, geschwind. Dann holen wir uns den Stein, den wir brauchen. Und dann ist gut. Den Rest male ich dann gleich durch. Schalali, schalalimle, schalala. Das ist halt schon das Schöne an so einem Spiel, wenn Bauelemente drin sind und du hast hier so eine Umgebung. Da hat man dann einfach Bock, auch mal eine Folge hier rumzubasteln. Und wir müssen es erstens mal skillen, die neuen Sachen ja dann wieder. Was ist los, Alter? Durst? Gut, ab und zu merkt es auch dein Alterle hier. Ich krieg's halt nicht so mit, ne, was er braucht. So, pass auf. Stein hauen wir uns jetzt hier raus. So. 15, 27, 48. Ich habe das immer noch hochgestellt. Gerade für die Folgen. Wenn man mal so wie jetzt. Oh. Alterle. Zieh dein Schild an, bevor die dich in Bobo beißt. Rumdrehen und kämpfen. Oh, die war aber schnell kaputt. 32, ne? Also da müssen wir uns jetzt nicht mehr wirklich viel Gedanken machen. Das funktioniert ganz gut. Und die Haltbarkeit von den neuen Sachen ist auch richtig toll. Er ist ein bisschen überladen, also wir schleichen kurz zurück. Oh, da kommt ein Panda. Jetzt können wir die Probe aufs Exempel machen. Ich bin nämlich gerade langsam. Blocken wir den Schaden. Naja, so halbwegs. Alter, macht der Damage. Das sieht nicht gut aus für uns. Aber mit Abhauen ist jetzt gerade nichts. Ein Level 40 Panda. Kann das sein, dass die so abgehen? Das ist doch nicht normal, oder? Das ist doch nicht normal. Ey, komm, ohne Witz, oder? Wir haben voll die fette Rüstung gehabt gerade. Naja, gut. Müssen wir uns auch Sachen wiederholen. Wie schön, dass ich es jetzt hier aufgemacht habe. Da kann dann aus Panderle rein. Weißt du? So, jetzt ist er runtergeglitscht. Das ist für mich ein Riesenvorteil. Den hole ich mir jetzt trotzdem, sobald ich etwas agiler bin. Also, wenn ich das Schild anhebe, habe ich den Schaden ziemlich gut geblockt, aber der hat ja auch eine fette Schlagfrequenz, finde ich. So. Erstmal wieder alles nehmen. Jetzt müssen wir uns wieder anziehen. Ich hopfe aber erstmal in die Base jetzt so. Der hat doch hier bestimmt auch rumgekaut dran, oder? Lass mal gucken. Ich soll die Tür als zumachen. So, Alter, erstmal dicht machen hier. Luken dicht. Ah, das nervt mich. Das nervt mich. Aber jetzt haben wir wenigstens mal unsere Sachen gekriegt, weißt du? Können wir auch gleich anziehen wieder. Dann sind wir wieder die alten. Schild hin, wo es hingehört. Das da. Dass der immer Stoffrüstung macht, ne? Dann haben wir unser Hösle. Das Einzige, was ich jetzt tatsächlich nicht gecraftet habe von dem Set, ist die Handschellen hier. Die Handschellen, sage ich schon, Entschuldigung. Das waren die Stoffschuhe, die können wir auffallen lassen. Hier, das da. Das habe ich irgendwo gefunden, die hatten ein bisschen mehr Rüstung. Ne, das sind doch die gar nicht. Das sind doch die gar nicht. Wieso sind die blau? Doch, das sind die schon, aber warum sind die blau? Ist mir vorher nicht aufgefallen. Müssen wir kurz Leder holen, dann repariere ich die Dinger. Alter Schwede, also die haben mehr Rüstung halt wie das Kupferteil, deswegen habe ich das nicht ersetzt, ne? Die haben wir mal, ich glaube vom Dorfbewohner oder so, habe ich die mal ausgeräumt. Hallo, danke fürs Helfen gerade. Kann natürlich nichts dazu. So, pass auf, dann hauen wir das hier, reparieren. Das machen wir wieder rein. Wenn ich es jetzt richtig weiß, müssen wir das wieder rausholen, das auch rausholen. Und dann gehen wir mal kurz gucken, ob wir das Modul hier schön bauen können. Maggie. Magie, magischer Altar. Zur Herstellung von Zaubern, ne? Fortgeschrittene Zauber, magische Artefakte. Objekt herstellen. Das ist schon mal gut. Und dann müssen wir hier wieder rein. Entsprechend die schweren Sachen wieder hier rüberräumen erstmal. Das hier ist klar. Das kann man aber hier drauflegen. Den setzen wir jetzt gleich. Die ziehen wir wieder an. Den übrigen Stein, den ich jetzt rausgeholzt habe, und den Schwefel tue ich erstmal hier rein. So, dann können wir nämlich dann später wieder ein bisschen Salz herstellen, wenn wir da Bock drauf haben. Den kann man auch hier reinmachen.
Jetzt ist er wieder agil, mein Freundle. So, komm her, magischer Altar. Ich würde sagen, das hier wird und bleibt unsere Bastelecke. Wir gucken mal, wie groß das Ding ist. Bin ich gespannt. Alter, sieht das gut aus. Das sieht ja richtig fett nice aus. Sollen wir den hier dagegen setzen? Ne, dann verdrängt er das Ding hier so weit. Oh, weißt du was? Ich brauch's da schon schön. Ich brauch's da schon schön. Wir nehmen jetzt hier das mal alles raus. Sorry für den Umstand. Alles klar, wir müssen mit E reingucken. E abreißen. Ich will mal gucken. Ich will mal gucken, wie das aussieht. So, hier. Objekt verwenden. Weißt du, so. Wie schön das gemacht ist. Guckt euch das mal an. Was da alles so draufsteht, ne? So, und dann würde ich den Alchi-Stößel, den müssen wir natürlich jetzt nochmal herstellen. Immer in der Hoffnung, dass ich es kann. Was fehlt denn für den? All? Ne, Stößel oder Mörser oder so irgendwie hieß doch das, oder? Hier ist er. 7 Leder, die haben wir aber. Dann machen wir das Ding auch nochmal gleich frisch. Dann sind wir tatsächlich hier eingerichtet, weißt du? 7 Leder. Jetzt müsste er ziemlich weit unten angezeigt werden. Da ist er. Objekt herstellen. Auch hier gleich die Ordnung wieder. Ist halt schon so ein bisschen, ne, wenn man halt Bauten vor sich hingruschelt, so wie ich gerade. Naja. Ein bisschen eine tote Ecke jetzt da hinten. Aber da kriegen wir vielleicht den Ofen oder vielleicht stellen wir da irgendwas hin, müssen wir mal gucken. Da findet sich bestimmt irgendwas Schönes. Oder eine Fackel, weißt du, das ein bisschen ausleuchtet. Das können wir auch machen. Objekt verwenden. So. Dann setzen wir hier hin. Schäbiges Fundament. Nee. Hier will ich einfach reinschauen. Gras brauche ich hier drin immer. Dann machen wir hier mal Teilen. 30 von denen tun wir rein. Die Geschichte war hier drin. Und dann fehlt noch Blüten. Die Blüten kommen auch hier rein. Das Gras habe ich auch drin gehabt. Das weiß ich noch. Dann machen wir hier alle herstellen. Jetzt schauen wir mal da rein, Leute. Ich habe ja noch gar nicht reingeguckt. Was ist das da? Royal Jelly. A bee's favorite food made using honey. Da kann man Honig machen. Wenn ich das hier aber noch auseinanderhalten könnte, was das hier sein soll. Was ist hier noch drin? Das ist der Beschwörungspool, Leute. Das wäre. Was ist denn das hier für Material? Sind das vielleicht diese Dunkeldinger? Pass mal auf, 350 Steine. Ich probiere das mal spaßhalber. Vielleicht kann ich das ja zufällig jetzt bauen, weil ich die Dinger hier gefunden habe. Vielleicht ist das eins von dem hier. Lass mal gucken. Nochmal auf magisch. Was ist das hier? Magische Essenz. Zu feinem Pulver zermahlen, unbeine Scherbe. Wird als Zutat für viele stärkere Zauber verwendet. Alles klar. Jetzt gucken wir mal durch. Waffen. Fernwaffe. Ach, hier ist der Stab drin. Allerdings weiß ich noch nicht, was das da ist. Aber das sieht aus wie magischer Staub jetzt, ne? Wenn man es mal genau nimmt. Wo war denn das? Das da ist doch das, ne? Dafür brauchen wir Wasser und Splitter. Oh, die können wir herstellen. Zauber. Was ist denn hier drin? Vielgestalt. Wirke diesen Kampf mit einem Stab, um den Opfer vorübergehend in harmlose Schafe zu verwandeln. Alles klar. Rune des Totenschleichers. Jetzt kann ich die Sachen hier machen. Eine Feuerwand. Wirke diesen Kampfzauber mit einem Stab, um eine Flammwand zu erzeugen. Eiswand. Ey, das sollte man aber fast mal ein bisschen probieren, oder? Ich meine, das sind ja bestimmt voll die fetten Zauber. Was ist denn hier? Was ist das da? Resting Potion. Alles klar. Alles klar. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Pass mal auf. Für das hier brauche ich Wasser. Wasser hätte ich ja hier schon mal. Zwei Wasser und... Na komm, wir machen da mal welche. Zwei Stück macht er mir jetzt, ne? Ah, und der verbraucht diese Glasfiolen gleich mit. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, pass mal auf, dann gehen wir nochmal raus. Waffen. Das wäre der Stab. Wenn, dann würde mich jetzt interessieren, diesen Pool mal irgendwann. Da brauche ich 20 von den Dingern, ne? Wenn ich die jetzt hier reinlege, zeigt er mir die an. Yep. Okay, Leute. Das kriegen wir natürlich jetzt nicht auf einen Schlag fertig, aber das müssen wir ja auch gar nicht. Ich weiß jetzt zumindest das, was herstellen können, weißt du? Dann machen wir die Geschichten mal hier rein. Das kommt auch hier rein. Okay, was ich noch herstellen wollte, war die Schlafkabine da, diese neue. Wie hießen die nochmal? Baldachin oder so, ne? Bah. Das war sie nicht. Das da, glaube ich, ne? Baldachin. Was brauchen wir dafür noch? Stroh fehlt uns noch. Stein und Fell. Felle haben wir. Ne, Leder haben wir, Felle haben wir. Uns fehlt jetzt noch hier Stroh. Mensch, wo hat mich das Stroh eingelagert? Irgendwo habe ich ganz viel Stroh weggelegt gehabt. Hier nicht, hier ist das Fleisch drin. Kann sein, dass es hier drin war. Ne, doch. Stroh. Alles klar, das bauen wir uns jetzt auch noch. Das ist aber eher was für draußen, glaube ich, ne? Wenn das hier so Dächle hat. Lass mal gucken. Das haben wir, das haben wir. Uns fehlt jetzt nur noch Leder.
15 Leder und jede Menge Fell. Dass wir auch mal die ganzen Sachen in Benutzung bringen, weißt du? Fell und Leder, dann müsste das jetzt erledigt sein. Baldachinle, was sind das hier? Frogsattel, ja, Frogsattel haben wir jetzt schon ein paar Mal hergestellt. Hier ist der Baldachin, Objekt herstellen. Wo setzen wir den? Ich gucke mir den erstmal an, wie der aussieht. Ich würde aber fast sagen oben, ne? Lass mal gucken. So, Objekt verwenden. Naja, das ist wie so ein Freicamper. Den nehmen wir für oben. Ich wollte auch noch das Bett bauen. Vielleicht bauen wir uns auch noch gleich ein Bett. Also das hier wird der Hauptwohnstock bzw. Wohnblock. Dann würde ich es hier draußen hinsetzen. Einfach, weil es ja irgendwie schon rausgehört, oder? Weißt du, einfach so gemütlich. So eine Gemütlichkeitsgeschichte hier. Ist ja geil. Und wenn er, kann er jetzt... Ach, guck mal. Ach, guck mal, der funktioniert als Reise zu Wiederbelebungsaltar. Jetzt wäre natürlich die Frage, da steht jetzt aber nicht dabei, dass ich meine Sachen verliere, wenn ich jetzt reise, ne? Lass mal kurz gucken. Also angenommen, wir haben ja am Turm so ein Teil aufgebaut, ne? Ich würde jetzt reisen. Angenommen, das geht, dann sollte man da fast auch so ein Baldachin hinbauen. Mal gucken, ob ich die Materialien nochmal zusammenkriege. Dann hätte man vielleicht doch die Möglichkeit, da hin und her zu reisen. Was fehlt mir denn jetzt noch? Jetzt fehlt mir wieder ein bisschen Stroh. Holz hätten wir noch. Das probieren wir jetzt geschwind. Ich habe noch alles da, außer Stroh. Das mit dem Stroh verstehe ich nicht, aber da unten war noch drin, gell? Hallo. So. Ah, das wäre natürlich jetzt affengeil. Probieren müssen wir es ja, Leute. Hier war es nicht drin. Dann war es bei Bauelementen drin. So, jetzt pass auf. Noch ein Baldachin hergestellt, geschwind. Baldachinle, Objekt herstellen. Und jetzt gehen wir hoch und porten uns weg. Und ich bin mal gespannt, ob die Sachen dann auch verschwinden, so wie bei diesem Teleporter, den wir da aufgebaut haben schon. Oder ob das jetzt funktioniert, weil dann könnte man uns echt zum Turm porten. Das wäre natürlich super. Ich habe jetzt nichts gelesen, ne? Das letzte Mal stand es ja dabei. Hier ist jetzt nichts. Schnellreise. Ah doch, lässt Objekte fallen. Ne? Schnellreise lässt Objekte fallen. Also das ist dann auch so, dass hier meine Sachen rumliegen, wenn ich mich da hochport. Das ist natürlich... Gut, jetzt habe ich es schon gebaut, ist aber jetzt auch nicht so wild, weil wenn wir unser Steinhäusle später bauen, dann setzen wir uns ja sowas auch wieder hin. Ich dachte jetzt nur, das wäre so eine Dingsgeschichte. Pass mal auf, ich muss das jetzt erstmal einräumen hier. Sonst habe ich 1000 Sachen. Da sind schon 16 Platz hier. Guck dir das mal an, Alter. Mach mal das raus, das können wir gleich verkochen. Hier noch ein Plätzle frei. Ah ja, hier ist noch alles frei. Also, dann haben wir ein Baldachinle gebaut. Für unser zweites Zuhause. Wie viele Minuten haben wir eigentlich? Es ist jetzt halt eine Gruselfolge geworden heute, ne? Hier wissen wir Bescheid, da haben wir einiges zu tun. Leider. Auf der einen Seite leider, auf der anderen Seite cool, weil wir wissen, dass es auch hier weitergeht. Mach mal das hier alles rein. Weißt du, was weg ist, ist weg. Gehen wir ums Eck rum in die Küche. Jo, ist das cool. Ist das Holz schon durch? Dann nimm das neue. Entzünden. Fleisch rein und alle herstellen. Dass das da auch immer wieder auf Nachschub geht. Jetzt pass mal auf, jetzt muss ich doch nochmal kurz hoch. Ich dachte, ich kann da auch kurz schlafen in dem Ding. Da war bis jetzt nur die Schnellreise angezeigt. Ich guck nochmal. Dann habe ich das falsch verstanden, was ich da habe. Nee, geht ins Bett gehen. Alles klar, funktioniert. Tolles Teil. Bett und Schrank, beziehungsweise Bett und Stuhl, die ganzen Geschichten bauen wir natürlich auch noch für innen irgendwann. Habe ich aber knapp gesetzt, wenn du da oben aufstehst. Müssen wir fast ein Zäunle hier rummachen, ne? Haben wir noch Zaunelemente? Nö, ist aber auch nicht so wild. Alles klar, dann haben wir jetzt die Sachen gebaut, die ich auf jeden Fall bauen wollte. Das war mir wichtig. Kochen ist jetzt hoch auf 6. Okay, neue Rezepte, ne? Tripsy Steak, cool. Gutes geräuchertes Fleisch, auch sehr schön. Bohnensuppe. Wenn du Knochen rausgeguckt hast, gesehen. Alles klar, dann ist die Geschichte jetzt auch gelevelt. Das finde ich natürlich super stark. Was wollte ich jetzt noch gucken, wenn ich das Bett bauen wollte? Angenommen, das da. Boah, das braucht halt einen Haufen Matz, ne? Einen Haufen Stroh. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Bett. Lass mich mal kurz da unten durchgucken. Da war da noch mehr Zeug. Was haben wir denn noch nicht gebaut? Also ich will die Sachen halt wirklich jetzt auch mal testen. Das passt soweit, das passt soweit. Hier, sowas hier, ne? Da brauchen wir aber auch jede Menge Zeug. Dass wir uns mal so 2, 3 Stühle bauen. Bett, Tisch und Stuhl für das eine Zimmerle. Das wird mich interessieren. Und das Schild muss ich euch noch zeigen. Das muss ich euch noch kurz zeigen. Das werden wir auch demnächst bauen.
Ich würde auch sagen, dass wir morgen wieder on Tour gehen. Wir brauchen bestimmt noch jede Menge Material. Wie sieht es denn hier aus? Siehst du, mit Drill haben wir, aber was wir noch nicht haben, ich sollte ein bisschen Holz holen, geschwind. Beziehungsweise da war doch noch welches. Pass mal auf. Wenn ich die alle herrsche, also wenn ich den immer laufen lasse, dann skillt er doch normalerweise Forging, oder? Bedeutet, wir müssten irgendwann mit Drill kriegen. Versperrst du mir hier den Weg, Alterle? So, aber eine Sonntagsbaufolge ist ja der Wahnsinn. Ich brauche kurz Holz, dass ich den Ofen befeuere. Dann zeige ich euch noch kurz das Schild. Dann machen wir aus für heute. Haben wir wieder ein bisschen was erreicht? Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie es weitergeht. Morgen müssen wir mal gucken. Ich würde dann aber schon gerne noch mal ein bisschen Richtung Schneegebieten Ausflug machen. Weißt du, wir können ja hier am Meeresrand entlang fliegen. Der Frog ist ja recht stabil, den wir jetzt haben. Das machen wir morgen einfach. Fliegen wir eine kleine Runde Richtung Schneegebiet. Waren wir ja schon mal unterwegs, haben es dann gesteckt. In die Richtung würde ich sagen, den nächsten Ausflug. Und im Verlauf gegen Mitte, Ende nächster Woche in die andere Richtung nochmal. So, pass auf. Das reicht auch schon. Ich werde natürlich wieder ein bisschen vorfahren. Was noch so fehlt, hole ich ran. Aha, verklick mich jedes Mal hier. Pass auf. Hier machen wir die zwei. Ne, eins reicht, weil das da müssen wir ausräumen. Dann würde ich sagen, alle herstellen. Alle herstellen. Dann lasse ich das durchlaufen. Weißt du? Dann skillt er so ein bisschen. Jetzt schauen wir uns noch kurz das Schild an. Und ich muss mal gucken, habe ich die Armbrust jetzt auch schon? Lass mich mal kurz gucken. Waffen. Fernkampfwaffe, die können wir natürlich auch noch bauen. Wobei ich mit der so ein bisschen komisches Gefühl hatte. Ich habe die ja schon probiert, bevor ich den Spielstand versaut habe. Die lädt irgendwie nach, ne? Da wird man dann langsam in dem Moment. Muss ich mal gucken, dass ich es vielleicht ein bisschen vom Umgang her ein bisschen lerne. Die Sachen haben wir auf jeden Fall. Und hier müsste noch. Nee. Wo war denn das Schild? Hier. Das da. Das Schild, Leute. Da haben wir im Prinzip alles außer Mithril, ne? Das sind, glaube ich, 15 Mithril-Barren. Die haben wir noch nicht. Bauen wir uns, sobald es soweit ist. Ansonsten kam hier jetzt, glaube ich, nichts mehr dazu. Die Rüstung haben wir nämlich gebastelt, weißt du? Mal durchgucken. Magierüstung habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Mit der Magiesicherheit. Vielleicht sollte man das aber auch mal probieren. Keine Ahnung. Gerade wenn wir jetzt Zauber haben wie eine Feuerwand und so. Also Leute, wir haben unseren magischen Altar heute gebaut, haben das Alchilabor umgesetzt. Hier drüben haben wir die Küche etwas erweitert. Das heißt, wir brauchen jetzt drüben nicht mehr ganz so oft hin. Da werde ich jetzt die Tage die Schränke dann noch leer machen drüben, dass wir unsere Materialien hier haben. Stellen wir hier noch professorische Truhen auf, bis ich die Schränke basteln kann. Dann passt es. Jetzt tut er mal gerade schon ein bisschen leid, dass ich den hier so... Kann ich dich da stehen lassen? Vielleicht eine Frage zum Schluss noch. Ich habe das jetzt noch nicht ganz begriffen. Wenn ich hier drauf gehe auf meinen Fröckle, ne? Jetzt steht hier auf Flee Danger. Bedeutet das bei Gefahr Flieder? Wenn ich es umschalte, steht jetzt hier Defensive. Ich habe die Möglichkeit zu sagen Aggressiv. Aggressiv ist klar, da greift er von sich aus alles an, was kommt. Dein Ziel angreifen heißt, er unterstützt mich. Und sanftmütig bedeutet doch, dass er nichts macht. Weil als der Panda mich angegriffen hat, sind die sanftmütigen Schafe vorne plötzlich rumgegangen. Warum auch immer. Vielleicht weiß jemand, wie ich das einstelle, dass die sich einfach bei Gefahr erstmal nicht bewegen. Weißt du? So, das war's für heute. Kleine Gruschelrunde, bisschen hin und her. Ich bin mal gespannt, was ihr zu der Idee sagt. Da oben, das hier als Tierbereich für Elche. Müssen wir mal gucken, Schafe, dass wir die alle hier hoch verfrachten. Tiere, die wir immer brauchen, bleiben dann hier. Und würde sagen, morgen machen wir dann den Ausflug Richtung Schneegebiet. Wir gehen leer los, falls wir Erze finden da hinten, dass wir die gleich mitnehmen. Mithril wäre gut, Eisen wäre super. Alles klar. Sind wir wieder ein bisschen gewachsen heute. Schade mit dem Baldachin. Ich habe jetzt gedacht, wir haben echt einen Port entdeckt. Naja, ich werde noch ein paar Zaunelemente einfügen, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, dass wir hier auch fertig werden, ne? So Leute, Level 35 ist unser nächstes Ziel, dass wir Steinbauten kriegen. Wir können schon mal anfangen, eigentlich uns Richtung Mitte der Karte zu organisieren, neues Plätzle zu finden, ne? Einen weiteren Spot für unser Steinhäusle. Das machen wir jetzt die nächsten Tage, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Sonntag, ein paar restliche schöne Stunden, bis morgen.